So, nachdem ich mich jetzt ein bisschen hier ausgeruht habe und wir die Wilderer in die Flucht geschlagen haben, wollte ich ja jetzt mal langsam mich Richtung Lager wieder aufmachen. Ich bin ein bisschen weiter weggespawnt, wenn man abspeichert. Ich weiß nicht, warum das so ist bei dem Spiel, aber soll uns jetzt nicht aufhalten. Wir gucken nochmal auf die Mappe und zwar hier vorne, da war die Abigail, hieß die, glaube ich, ne? Die Abigail, da müssen wir hin und die hat die Quest Menschenfischerei. Derweil schauen wir uns noch so ein bisschen hier die Gegend an, wobei das sind Wildpferde, ne? Ich wollte mal gucken, Wildpferde... Was für eine Qualität oder wie die beschaffen sind. Zoomen wir doch mal ran an den Zoss und dann gucken wir doch mal Info anzeigen. Das ist ein Morgen. Alles klar. Red Dead Redemption will natürlich, dass ich wieder automatisch speichere. Das ist auch ein Morgen und da hinten haben wir ein anderes Pferd. Was ist das? Ein Hengst? Mustang? Oh, morgen. Ein Lichtfuchs. Aber ihr habt alle 3-2 Beschleunigung, ne? Also jetzt nicht so pralle. Wie ist es euch ergangen? Also mir eigentlich sehr gut, ne? Ach, da vorne ist... Die müssen wir mal retten. Moment. Die muss ich jetzt mal ganz schnell retten. Schnell, schnell, schnell. Der wird sonst tot getrampelt, ne? Have mercy. Oh, hey, hey, come back. Oh no. Oh no. Scheiße, jetzt haben wir, vielleicht können wir sein Pferd wiederholen. Oh, hey, sir, could you help me? My horse ran away. Alles klar, machen wir. I'll try and catch it, sure. Go on. Bringe das Pferd zurück, machen wir. Ne, weil sonst werden ja die Pferde, also wir haben es jetzt schon zweimal erlebt, ne? Dass das Pferd ihn sozusagen getötet hat. Wir haben ihn mit dem ersten Mal. Sehr gut. Dann können wir den mal. Ja, genau. Bleib dran. Sehr gut, dann haben wir ihn noch. Mal gucken, was wir zur Belohnung bekommen. Oh, this is really nice of you. Thank you, thank you, thank you. Please, accept my thanks as reward. I won't forget this. Sure, mister. Alles klar, wir haben 20 Ausdauer bekommen. Hat er uns jetzt was gegeben? Egal. Dann machen wir mal was. Ne, als erstes schon mal was Gutes tun. Ja. Also Dickefee, ne? Mir ging's soweit sehr gut, bin gut über die Festtage gekommen und ins neue Jahr gerutscht und boah, jetzt geht's schon wieder los mit Arbeit, ne? Es geht, sag ich mal, der normale Wahnsinn wieder los. Ja, die erste Woche war noch sehr, sag ich mal, entspannt, aber jetzt, ja, als ob nichts wäre und wir sind schon in der zweiten Woche tatsächlich, ne? Das Jahr ist schon wieder fast um. Nein, so schlimm ist es natürlich nicht, ne? Ansonsten freue ich mich jetzt auf die Playoffs für Football. Da geht's ja heiß her. Jetzt sind die Playoff-Plätze ausgespielt worden gestern. Oder beziehungsweise vorgestern. Auch sehr interessant. Aber ist auch nicht jedermanns Sache, ne? Football. Amateurprofi, einen wunderschönen. Und der Katzenhirsch haut hier ein Raid rein. Mit 6 Leuten. Vielen lieben Dank, lieber Katzenhirsch. Und welcome an alle Raiders hier. Die jetzt von Elden Ring jetzt so ein bisschen ins Cowboy-Metier übergewechselt sind. Herzlich willkommen. So.
Da müssen wir jetzt mal mit Abigail reden, ne? Und wir können ja dieses Bisonfell, dieses perfekte Bisonfell. Howdy, howdy, mein Lieber. Wie lief es bei dir in Elden Ring? So, wir spenden mal. I haven't received anything from you in a while, Mr. Morgan. Da ist das Bisonfell, perfekt. Muss ich es jetzt spenden oder muss ich es zum für die Verbesserung nehmen? Ich guck nochmal. Mr. Morgan, bring me some materials and I'll be glad to make something nice for you. Tasche mit Zutaten. Pearson hat nicht alle benötigten Zutaten. Hier brauche ich zum Beispiel ein Biberfell, Hasenfell. Das haben wir alles noch nicht. Ja, wir müssen das einfach spenden. Ne? Wir spenden mal einfach diesen ganzen Kram. Und dann kann er uns das vielleicht herstellen. War schön gewesen, kurz in die One Piece Demo geschaut. Okay, und wie ist die so? Ich kenne mich ja in One Piece eigentlich 0,0 aus, ne? Okay, dann spenden wir mal für die Herstellung spenden. Steht er da? Ja, Schmuck, da müssen wir mal zum Hehler wieder, ne? Da haben wir ja noch eine Menge, was wir da noch abgeben können. Da gibt es nochmal schön Penunze. Essen haben wir genug. Ein Rest. Haben wir alles. Wunderbar. Und dann spenden wir einfach alles, was wir jetzt so finden an Fellen und so weiter. Kriegt er dann unter Yolof Kolo einen wunderschönen guten Abend auch dir. Und wir hören den Klängen des Banjo-Spielers. Uncle. Impressant. So, aber wir wollen ja zu Abigail, ne? Abigail hat irgendwie Menschenfischerei. Beziehungsweise, was ist das Schwarze hier? Was ist das hier? Hacken. Okay. Hab ich auch noch nicht gemacht. Ja, dann werden wir ein bisschen Holz hacken, ne? Warum auch nicht? Wie machen? Mit linker Maustaste. Ja, der Noob-Vater ist auch am Start. Hallöchen, mein Lieben. Alle hier am Start. Sehr geil. Herzlich willkommen hier zu Red Dead Redemption Let's Play. Ich hack mir hier gerade einen ab. Ich weiß nicht, da kriegt man, glaube ich, Loyalitätspunkte fürs Lager oder so. Ich weiß nicht, warum man das machen kann. Machen wir mal 5 Scheite, machen wir mal hier. Oder, ach hier, komm, da sind ja 6 Stück Lagen da. Wir machen mal alle. Oh, da war nicht genug Schwung dabei. Und das ist der letzte. Den machen wir mal mit richtig mit Schmackes. Ja, perfekt. Haben alles erledigt. Wir kriegen 6 Dead-Eye-Punkte und Ehre. Na, wunderbar. Ja, Nupfer, ne? Die Tickefee ist wieder da. Total toll. Come here a minute. Miguel, wir grüßen Sie. What is it? Can I ask you a favor? Menschenfischer. Very funny. Would you do something with Jack? He seems kind of down. All this upheaval can't have been easy on the poor kid. Why? Because I'm your preferred nursemaid? Because he likes you, and, well, you know his father's useless. Okay. Thank you. Begib dich zu Jack. Dann wollen wir das mal machen. Dutch, der ist da auch gemütlich, ne? So, we did pretty well out of that train job, but the law showed up real fast. Too fast? It sure seemed that way to me.
But anyway, we made it out. Okay, wir haben schon mal Bericht erstattet. Und wo ist der Liebe? Ah, hier vorne ist er. What you up to? Playing. Anything fun? I guess. You wanna come fishing with me? Fishing? Sure. You're. It's about time that you started earning your keep. Okay. Good. Let's go get your pole then. Now, you do have a fishing pole, don't you? I sure do. Uncle Jose made me one. Good. Well, let's go get it then. Go catch us some fish. Yeah. Der ist ja süß. Der kleine Jack. Er holt sich seine Angelrute. Warte auf Jack. So, die Rute wird hinten verstaut und der Kleine wird hochgehoben. Zack, vorne drauf. Das ist ja cool. Eine Angelrute. Da gucken wir doch mal ins Kompendium. Und der Finn ist da. Und der Jester ist da. Guten Abend, ihr beiden. Ne? Moin, moin in die Runde, lieber Finn und Jester. Herzlich willkommen. Eine Angelrute zum Fischen in der Jagdauswahl des Objektrats zu finden. So, jetzt mal wieder hier raus und dann. Shouldn't go too far from camp. Oh, okay. You feeling better? I know you was a little sick. Oh, I'm fine. You're a brave kid. So, just like you. Well, I don't know about brave. I ain't much of a kid no more. Though your mama might disagree. Her and a few other women, I guess. What do you mean? I'm just talking silly. It's been a tough few weeks up in that snow. I like the snow. Yes, but not like that. When are we going back to the other camp? The one near Blackwater? Yeah. Well, we're not. This is our spot. For now, anyway. Why? I forgot a storybook there. We left so quick. Well, I'm sure someone can get you another storybook. Really? When? Well... We'll see. Eine Anfrage haben wir erhalten. Da oben stand eben, dass wir Anfragen annehmen können und eine Lageranfrage. Jack hat nun ein Penny Dreadful Buch gebeten. Okay, wo kriegen wir sowas denn her? Alright, this looks as good a spot as any. Das sieht doch nach einem guten Spot aus. Dann gehen wir doch da oben mal runter. Where should we stand, Uncle Arthur? Down by the shore. Come on, follow me. Geh zum Ufer, um mit dem Angeln zu beginnen. You mean? You show me where, Uncle Arthur. I can't wait to get started. Er kann es kaum erwarten. Wir auch nicht. Wir gehen noch hier vorne hin. Ich denke mal, das ist doch ein guter Spot hier. Halte Tab gedrückt und um das Objektrad aufzurufen. Gegenstände. Und da haben wir doch eine Angelrute. Ja. We need some bait. Ah ja, und dann haben wir hier die Köder. Wir haben hier keinen Köder. Wir haben hier einen Käseköder. Zieht kleinere Fische wie Steinbarsche und blaue Sonnenbarsche an. I'm gonna use some cheese. Cheese? Cheese. The bellier the better. Now, cast your line. Swing the rod back over your shoulder. Alle Fingers und Daumens, ne? Motion. Halte rechte Maustaste gedrückt, die Angel zu halten. Jetzt. Und links, auszuholen. Lasse los, die Angel auszuwerfen. Like that? That's it. Good. All we do now, Jack, is wait for a fish to take the bait. Wenn angebissen hat, linke Maustaste drücken. Well, if you feel the tip of your fishing rod just twitching, don't yank it yet. That just means one's nibbling. If you feel a hard tug,
That's a fish going for the bait, so yank hard to hook it. I think you've got a bite. Look. Got one, Jack. Okay. I see. Und jetzt mit links und halte, um ihn einzuholen, wenn er müde wird, und er, um den Fisch, dann schneller reinzuholen. Okay. You see him fighting there, Jack? That's when you gotta be careful. You'll break the line. Okay. Wear him out first before you try to reel him in. Now seems like he's taking a rest now. I'm gonna try reeling him in, nice and steady. Okay, er scheint jetzt erschöpft zu sein. Jetzt können wir ihn schneller einholen. Okay, man muss halt gegenlenken, ne? Mit links und rechts. Don't jinx it, kid. Und da haben wir noch einen kleinen Fisch. Wunderbar. Und was ist das für einer? Ein Steinbarsch. Der ist so klein wie der Jack, ne? Wir gucken mal. Ein Steinbarsch findet man in sauberem Wasser im ganzen Land. Die kleinen aktiven Fische schwimmen dicht unter der Wasseroberfläche und sind nicht schwer zu fangen. Steinbarsche beißen bei vielen Lebensmittel und Lebendködern und sind besonders begeistert von Käse. Ach, sieh einer an. Steinbarsche sind an Sonntagen besonders aktiv. Laut alten Fischgeschichten lebt in der friedlichen Region Tall Trees ein legendärer Steinbarsch. Gut zu wissen. Gehen wir wieder raus. Okay, dann werfen wir ihn weg. Und kriegen dafür Ehre. Okay. Käseköder nochmal dran. I'm gonna pick some of those red flowers. I'll be right back. Okay. Er geht weg. Dann können wir noch einmal angeln, ne? Üben wir das nochmal. Fische, die durch den Köder angelockt werden, knabbern oft erst ihn an, bevor sie beißen. Okay, dann warten wir. Ah, da hat er angeknabbert, ne? Da war ich zu früh. Ah, wir warten. Too slow there. Uncle Arthur! You've got a bite, Uncle Arthur? Jetzt haben wir einen. Is it a big one? Aber wir gucken mal. Wir kämpfen gegen ihn so ein bisschen. Ich glaube, der hat sich abgekämpft. Oh, ist der größer? This one's a bluegill. Ein blauer Sonnenbarsch. Mal gucken, was das Kompendium sagt. Der blaue Sonnenbarsch ist ein kleiner Süßwasserfisch, der oft von Muskellungen und Barschen gefressen wird. Man kann ihn recht leicht mit Lebensmittelködern fangen, etwa mit Käse. Der blaue Sonnenbarsch bevorzugt offene Gewässer und man findet ihn in Seen und Flüssen im ganzen Land. Er ist besonders aktiv, während es regnet. Fischer in Scarlet Meadows erzählen Geschichten über einen legendären blauen Sonnenbarsch. Also da, hier werden auch nochmal die Geschichten erzählt, ne, von den ganzen, wo dann die legendären Fische auch sind, ne. Den behalten wir. Nimm mal mit. Alles klar. Ich glaube, das reicht auch jetzt mit Fischen. Fishing sure is boring, Uncle Arthur. Es ist langweilig. I know. Boring as hell. Wir können ja jetzt erstmal. Dan, something happens. And you can get food for days. Really? If you're lucky. But until then, you just sit and wait and try not to worry. It's okay. Also wir müssen weitermachen. I guess. Huh. Finn findet Böllern eher unnötig. What? Oh, was ist das denn? This necklace I made. Necklace? For Mama. Sure. What a fine young man. And in such complex circumstances. Arthur, isn't it? Arthur Morgan? Was will er denn? Who are you? Yes, Arthur Morgan.
Vanderlyn's most trusted associate. Sieht aus wie ein Bulle. Files, typical case. Orphan street kid seduced by that maniac's silver tongue and matures into a degenerate murderer. Agent Milton. Agent Agent. Ross. Pinkerton Detective Agency, seconded to the United Scheiße. States government. Nice to finally meet. FBI. I know a lot about you. Do you? You're CIA? A wanted man, Mr. Morgan. There's $5,000 for your head alone. $5,000 for me? Can I turn myself in? We want Vanderlyn. Old Dutch. I haven't seen him for months. That's so. Because I heard a guy fitting his description robbed a train belonging to Leviticus Cornwall up near Granite Pass. Oh, ain't that a little old-fashioned nowadays? Apparently not. Listen. This is my offer, Mr. Morgan. Bring in Vanderlyn. And you have my word, you won't swing. Oh, I ain't gonna swing anyways, Agent. Milton. You see, I haven't done anything wrong, aside from not playing the games to your rules. Spare me the philosophy lesson. I've already heard it from Mac Callender. Mac Callender? He was pretty shot up by the time I got to him. So really, it was more of a mercy killing. Slow. But merciful. You enjoy being a rich man's toy, dear. I enjoy society, flaws and all. You people venerate savagery, and you will die. Savagely, all of you. Oh, we're all gonna die, Agent. Some of us sooner than others. Good day, Mr. Morgan. Goodbye. Enjoy your fishing, kid. While you still can. Das war ja eine Begegnung. No one to worry about, no one at all. Das war ja eine Begegnung. Erfinden, das Spiel ist nur auf Englisch, ne? Mit deutschen Untertiteln. Synchronisiert leider nicht auf Deutsch. Wenn das auf Deutsch wäre, dann wäre das eine 12 von 10. So ist es eine 10 von 10, aber leider mit viel Lesen. Das, so sind halt die Rockstar Games, ne? Aber mit der deutschen Synchro wäre das der Hammer. Und ich glaube, die haben die Ressourcen, die könnten das locker leisten. Aber, keine Ahnung, warum sie es nicht machen. Let's go, boy. Ja, ja, absolut. Total authentisch. Und auch geil synchronisiert. Also, es ist ja nicht synchronisiert, ne? Auch geil gesprochen, so, ne? Von den ganzen Darstellern. Finde ich richtig cool. Und eben, also da knisterte es eben, ne? In der Szene. Alter Schwede. Because, well, because those are disagreeable men, and I don't want them to hurt him. What did they mean about Mac? Is he in jail? Vita, die gute Seele, vielen lieben Dank für diese wundervollen Worte. I hope he's just fine where he is. Like I said, don't worry about them. The world is full of disagreeable men. That's why you got all of us to protect you from folk like them. Now, how about that necklace you made? You still got it, right? Yeah, I got it. Good. Well, did you like fishing? It was okay, I think. It's a lot of waiting around. Ja, angeln ist nichts für welche, die Action haben wollen, ne? Das ist klar. So, wir kehren zurück zu unserem Lager. Haben jetzt das Angeln gelernt, ne? Den kleinen Jack so ein bisschen näher kennengelernt. Und es wird auch langsam dunkel. Da können wir hier unser Pferdchen hier vorne anbinden. There you are. Oh, Abigail. How you boys getting on? Great. We caught a fish. And I made you this necklace. Ain't that pretty? Not the luckiest. Did you thank Uncle Arthur? No need. We had a good time. We had a good time, auf jeden Fall. What's wrong? Nothing. Just met some folk. I better go speak with Dutch. Okay. Hey, you did real fine, kid. Thanks. Okay, ich glaube, jetzt nimmt das ein bisschen Dynamik auf. We got a problem. What?
I just met some guys out near the river. A fella named, Milton Simpson. And, I don't remember the other fella's name. Ross. Milton and Ross. And they are employees of the Pinkerton Detective Agency. And they know about the train, and they know we're here. Were you followed back here? No. They know we're near here. And they want you, Dutch. They offered me my freedom in exchange, they did. Why didn't you take it? Very funny. Well, what do we do now? I say we do nothing. Just yet. They're just trying to scare us into doing something stupid. We have turned a corner. We survived them mountains. We just need to stay calm. Okay, wir sollen ruhig bleiben. Uns nicht verunsichern lassen. Aber es ist auf jeden Fall was im Busch. Wir gucken mal die Missionsbeschreibung an. Menschenfischer Arthur tut Abigail einen Gefallen und nimmt Jack auf einen Angelausflug mit. Fange, nachdem du am Ufer angekommen bist, innerhalb von 1 Minute 30 Sekunden einen Fisch. Haben wir natürlich nicht geschafft. Schließe die Mission innerhalb von 7 Minuten und 20 Sekunden ab. Ich bin ja eine Labertasche, ne? Und habe das natürlich auch nicht geschafft. Wenn du genug Material für eine Lageranfrage bei dir hast, erscheint bei dem Auftraggeber ein Ausrufezeichen, begib dich dorthin und schließe die Anfrage einfach ab. Oh, was ist denn da los? We all of us have to sing for our supper, miss. Sure, and singing's fine, but I'm done with that. And if you want me to leave, then that's fine too. Well, I suppose I can discuss the matter with Dutch. Do whatever you goddamn please. Ideas above her station. She thinks we don't know her. Ay, dumb. Horrendous old hag. How dare she? Hello there. Bumst sie sich uns wieder weg? Das gibt's doch gar nicht. Was denn hier los? Everything all right? Who does that woman think she is? Sometimes you just gotta humor her. Alles klar, hier ist die Stimmung schon am Kochen, ne? Vielleicht ist das gar nicht mal so gut. Wir schauen nochmal. Mr. Morgan, you saved my life, and I'm, well, I'm very grateful. Don't mention it, Reverend. I made a fool of myself. We've all done it. I get so confused and angry, and then I hear God laughing at me, and I get even angrier, and, well, I'm a real prize dolt. I know it. Ein ausgewachsener Esel ist er, aber er ist trotzdem irgendwie, gehört er ja zu uns, ne? Können wir hier was essen? Die Küche ist geschlossen. Da vorne ist ein kleines Ausrufezeichen, was eben auch stand. Von, ach doch, Moment mal, hier stand doch irgendwas mit Eintopf. Schüssel Eintopf, da haben wir's. Da können wir uns nochmal hier Lebensenergie einflößen. Essen wir mal ein bisschen was. Genau, und jetzt sind wir wieder voll mit Leben. Sehr gut. Was ist das für eine Kommune? Das ist die... Wie heißt die Gang nochmal? Anfrage aktualisiert. Hier vorne. Was ist das? Wanderlinde. Setzen. Ah, das ist der Junge, ne? Mit Abigail. Okay, wir schauen mal auf die Mappe. Wir haben einmal hier vorne Micah. Das hier ist Micah, der wartet auf uns. Und wir haben... Ups, jetzt bin ich aus der Karte raus. Ich hatte hier, glaube ich, noch eins gesehen. Hier vorne, was ist das hier? Im Saloon vom... ist ein J. John Marston, Schafe und Ziege. John hat dir gesagt, dass er versucht hat, in Valentine eine Verdienstmöglichkeit zu finden. Das können wir machen. Aber ich denke mal,
Bevor wir dann, das ist ja dann wieder, denke ich mal, Hauptquest, Bestandteil, ne? Das werden wir auf jeden Fall machen. Jeder mit jedem und alle mit allem, ja, so ungefähr. Hier, guck dir den mal an, hier. Hier können wir einen Gegenstand geben. Ja? Ihm stand da irgendwas mit Gegenstand geben. Voll wie Nant, Mann. Das ist auch ein Leben, genau, so sieht's auch. Ey, was will denn der von mir? Ach, da wollten wir mir einen trinken, alles cool. Wollen wir nicht, denn wir setzen uns hier mal ganz kurz. Und was wir als nächstes machen ist, nämlich, das hatte ich nämlich schon vor ein paar Folgen angeteasert, ne? Wir wollen mal in Hohen Norden und uns Flecko Hernandez noch krallen. Das ist nämlich der letzte von den Kopfgeldjägern, aber ich denke mal, da das hier so nah am Coulter ist, dass das hier im eisigen Schneegebiet ist und von daher werden wir dann auch die dicken Klamotten brauchen. Aber das, denke ich mal, machen wir, nachdem wir uns hier ganz kurz mal ausgeruht haben. Denn das Angeln war doch ziemlich anstrengend. Ach, komm her, wir können, es ist jetzt eh dunkel, ne? Wir schlafen bis zum Morgen.